und der folgende Mann setzt Menschenmassen in Bewegung und zwar nur mit seiner Stimme. Wie er das macht, das wollen wir wissen von Oliver Rohrbeck. Oliver Rohrbeck, hast du da was sagen, ne? Das Thema interessiert mich sehr. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man mit 11 Jahren ein Herz bekommt, kriegt man dann das erstens auch von einem Kind, das die gleiche Größe des Herzens hat und zweitens wächst es dann mit? Ja, also erstens, als Kind, also ich war mit 11 Jahren noch ziemlich klein und man muss eigentlich im Herzbereich darauf achten, das Wichtigste ist, dass die Blutgruppe übereinstimmt. Mhm. Und dann achtet man auf Größe und Gewicht des Herzens, damit die Pumpleistung dann vom Herz, das transplantiert wird, den neuen Körper dann quasi erfüllen kann. Und bei mir war das so, ich habe das Herz eines 18-Jährigen bekommen, der wohl etwas größer war. Und das hat sich bei mir dann aber angepasst, erst ein bisschen kleiner geworden und dann bin ich ein bisschen gewachsen und dann hat sich das halt. Also das ist dann sozusagen, hat sich der Größe angepasst dann, ja. Und dann konnte man feststellen, das war vielleicht ein 18-Jähriger, der sehr sportlich war und dann hast du auch angefangen. Ich war vorher schon sportlich. Das Herz musste dann haben Sie dich von... Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja, hallo. Ich stell mal die Mithöranlage an. Die drei Fragezeichen sind Kult. Oliver Rohrbeck ist der erste Detektiv Justus Jonas. Der in der Mitte, das ist er, am üppigen Haupthaar kann man ihn erkennen. Die Abenteuer der drei Jungermittler wurden allein in Deutschland 50 Millionen Mal verkauft. Besonders in der Generation der heute um die 40-Jährigen gehörten die Kassetten und Bücher zum festen Kinderzimmerinventar. Da war eigentlich mal eine Tour fällig. Und die machen sie jetzt. Und wie? Die Faszination ist ja, dass man mit den Jungs eigentlich groß geworden ist. Das ist so ein bisschen heile Welt. Alles ist schön und gut und am Ende gibt es immer was Positives. Also ich habe die Bücher gelesen als Kind und jetzt bin ich auf die Hörspiele gekommen und ich liebe sie einfach. Das ist großartig. Natürlich gibt es für Oliver Rohrbeck auch ein Leben neben den drei Fragezeichen. Er ist Schauspieler, Regisseur, Gründer eines Hörspiellabels und gefragter Synchronsprecher. Immer, liebe Frauen, wenn Sie einen Film mit Ben Stiller sehen, hören Sie Rohrbecks Stimme. Aber heute begrüßen wir den obercleveren Justus, Oliver Rohrbeck. Ja, Oliver Rohrbeck, ich bin sehr froh, dass Sie überhaupt da sind, denn Sie haben sich als erstes mal, bevor Sie zugesagt haben, erkundigt, was wir hier für Mikrofone in der Sendung haben. Ja, das ist völlig richtig, denn wenn man manchmal eingeladen wird in Sendungen, dann bekommt man entweder wie hier ein großartiges Ansteckmikrofon, was auch die eigene Stimme gut wieder spiegeln kann. Es gibt aber auch oft diese Sendungen, da sind dann diese Metallbügel und dann hängt hier dieses Mikrofon ins Gesicht rein. Ein sogenanntes Headset. Das Headset, das sieht erstens, wenn man gar keine Haare hat, furchtbar aus. Dann steht das hier hinten so ab, ja. Und dann vor allen Dingen aber habe ich immer beobachtet, Sendungen, wenn Leute da sprechen, die Stimme klingt anders und es macht Zischelgeräusche. Das ist also bei verschiedenen Frequenzen, überträgt das die Stimme nicht gut. Und ich komme ja wegen meiner Stimme her. Ja, unser Rockstar stimmt zu. Ja, absolut. Und es schaut ja auch aus, wie wenn man die Leichen präpariert. So. Ja, doch, diese Menschenfarbe. Habe ich noch nie gemacht, aber muss ich mir mal angucken. Aber wir fanden es sehr lustig in der Redaktion, dass Sie als Synchronsprecher sich um diese Äußerlichkeiten jetzt so viele Gedanken machen mit dem Headset. Ja, na, das ist, man will natürlich, ich bin ja nicht oft im Fernsehen, aber man will natürlich auch gut rüberkommen und man will halt auch vor allen Dingen nicht blöd aussehen. Und diese Dinger, die dann hier hinten so abstehen, die sehen auch einfach blöd aus. Aber wo wir jetzt gerade um Äußerlichkeiten, also über Äußerlichkeiten sprechen und um die Feinheiten von Frequenzen, Sie sprechen mit Justus Jonas von den drei Fragezeichen ja einen, glaube ich, 18-jährigen kalifornischen jungen Typen. Wie machen Sie das stimmlich, dass Ihre Stimme, die ist ja etwas älter als 18 mittlerweile, seit quasi 30 Jahren durchgeht als die eines 18-Jährigen? Naja, da muss man mal das Phänomen Hörspiel betrachten, das funktioniert. Das ist ja das Schöne am Hörspiel. Das Hörspiel schafft das Gleiche, was ein Buch schafft. Jeder versenkt sich in eine eigene Welt und hat die eigenen Vorstellungen dazu. Und wir sprechen das jetzt seit 1979. Tatsächlich haben mit 13, 14 da angefangen
und haben das immer durchgehend gesprochen, haben aber nie unsere Stimmen verstellt, sondern wir haben diese Rollen ja immer schauspielerisch begriffen. Das heißt, man nimmt eine ganz andere Haltung an. Wenn ich mir vorstelle, dass ich also einen 18-Jährigen spiele und der rennt jetzt da gerade hinter jemandem her oder kombiniert da gerade in einem ganz komplizierten Fall und sagt, Kollegen, ich komme hier einfach nicht weiter. Und das hören die Leute dann auf CD oder sehr, sehr viele noch auf Kassette tatsächlich, erwerben das. Und aus Nostalgiegründen natürlich. Und die stellen sich dazu jeder einen ganz anderen Justus Jonas vor. Und insofern funktioniert das also auch nur im Hörspiel. Mit Hörspiel kann man unglaublich schöne Dinge machen. Wir können, haben viel mehr Möglichkeiten als der Film, wenn wir im Hörspiel sagen, wir klauen da hinten das teuerste Boot der Welt. Ja, kommt, Kollegen, wir schleichen uns mal ran. Ja, dann müssen wir im Hörspiel nur noch einen schönen, bulligen Motor da reinbauen. Und der Film muss das immer beweisen und dann auch so ein tolles Boot da hinstellen. Und insofern haben wir künstlerisch und materiell unglaubliche Möglichkeiten beim Hörspiel, die es natürlich auch eben dann nicht nur in Kinderhörspielen gibt, sondern die Hörspiele ja auch so interessant für Erwachsene machen. Wir machen ja dann, oder ich produziere ja auch Erwachsenenhörspiele sehr gerne und für sehr viele Verlage, auch für meinen eigenen. Und das ist eine unglaublich schöne Welt, in die ich mich da hineinbegeben habe. Aber Sie also, sind ja auch auf der Bühne, haben wir vorhin gesehen, in dem kleinen Film, den wir gezeigt haben. Und da funktioniert das ja nicht. Da sieht man Sie ja. Und trotzdem spielen Sie die Geschichten von den drei Fragezeichen nach. Ist Ihnen da quasi Ihre Äußerlichkeit schon mal in die Quere gekommen? Nee, ich glaube nicht. Wir haben also wir machen da kein Theater. Wir machen tatsächlich Hörspiel. Wir lesen aus Manuskripten ab und wollen auf der Bühne das Kunsthandwerk Hörspiel zeigen und sind eben auf der Bühne gemeinsam mit anderen Schauspielern, mit Geräuschemacher, mit Musikern. Alle Gewerke des Hörspiels arbeiten da gemeinsam. Wir geben keine Bilder vor, wir geben nur Andeutungen von Räumen und Lichtern, wo wir uns vielleicht in der Nacht irgendwo heimlich auf dem Friedhof befinden. Dann machen wir die Geräuscheinspielung. Also wir versetzen das Publikum sozusagen in diese Situation hinein. Die müssen aber die Augen zumachen, um die ganze Sache sich dann selber vorzustellen, wie das wirklich auf dem Friedhof aussieht. Das geben wir nicht vor. Und insofern kommen wir auch mit unserem Alter da nicht in die Quere. Denn wir haben also diese Live-Aufführungen so spät angefangen. Da waren wir schon lange älter als 18 selber, sodass wir also die Leute nie Gefahr gelaufen sind, dass sie sich uns dann zu Hause vorstellen, wenn sie dann abends ihre anderen Hörspiele von uns im Bett zum Einschlafen werden. Wir sind das beliebteste Schlafmittel Deutschlands, das muss man auch ja, mal so ich sagen. Ich bin auch schon ein paar Mal eingeschlafen. Ja. Ja, ist das eigentlich ein Kompliment oder eine Beleidigung, wenn man Nein, einschläft bei den Hörspielen? Das ist auf keinen Fall eine Beleidigung. Ich meine, also nach über fast 50 Millionen verkauften Tonträgern ist das auf gar keinen Fall eine Beleidigung. Die Leute haben uns so sehr in ihr Innerstes und unsere Stimmen in ihr Innerstes hineingenommen und in ihr Urvertrauen. Die sagen, wir schlafen so gern damit ein, damit klappt das immer. Also man muss sich das eher so sehen. Die sind dann Anfang der 80er Jahre, haben die zu ihren Eltern gesagt, ja, ich möchte so gerne hier noch ein bisschen Fernsehen, darf ich denn? Haben die gesagt, nee, also du gehst mal ins Bett, du darfst aber noch deine Kassette da hören. Und dann sind die ins Bett gegangen, haben auf Start gedrückt und ich glaube, die haben bei manchen Folgen noch nie das Ende gehört. Aber die hören das heutzutage immer noch gerne. Und ich meine, jeder von uns hat mal Berufsstress, mal hat er Alltagsstress, mal hat er Liebesstress und die gehen nach Hause und sagen, so, ich mache das jetzt wie damals abends in meiner Kindheit, ich lege mich abends ins Bett, ich trete aus diesem realen Zeitkosmos, in dem ich mich beruflich befinde und lege mich dahin und begebe mich in meine Kindheit und ich kann selig einschlafen, meinen Stress habe ich morgen noch wieder. Und das ist doch ein Kompliment. Das wollen wir jetzt mal machen, weil Sie haben vorhin gesagt, auf der Bühne haben Sie auch einen Geräuschemacher. Ja. Ja, und Sie schaffen es, die Leute mit in diese Welt zu nehmen, so ein bisschen Kopfkino. Ich habe jetzt hier zwei Utensilien, von denen ich glaube, dass Sie damit was anfangen können. Ja. Ich würde gerne mal anfangen mit dieser Selleriestange. Mhm. Und also Sie nehmen uns jetzt mit auf die Reise. Ja, wir müssen also, glaube ich, beides schon mal raus. Und ich habe mir jetzt noch was überlegt. Und zwar, wir haben also hier einen Pappbecher. Ich habe mir auch extra noch, Sie hatten mir einen viel besseren hier hingestellt, ja, der viel wertvoller war. Und ich habe dann gesagt, nee, ich brauche so einen ganz einfachen Plastikpappbecher. Denn die drei Fragezeichen, die spielen ja immer in der Zentrale. Das ist also ein Schrottplatz, wo die drei Fragezeichen einen Wohnwagen haben und das ist ihre Zentrale. Im Hintergrund hört man immer den Schrottplatz und im Hintergrund flext immer jemand. So, das ist jetzt aber viel zu nah dran an meinem Mikrofon. Jetzt musst du mal ein bisschen flexen im Hintergrund, so unregelmäßig, ja? Ich glaube, wir müssen die Augen zumachen. Ja, aber sie muss flexen auf jeden Fall, bitte. Chantal, du musst flexen, so. Flex mal, Chantal.
Sehr gut. Im Hintergrund haben wir also den Podcast, der läuft weiter. Geh nicht zu dicht an dein Mikrofon, pass auf. So. Und ich bin jetzt Justus Jonas und Herr Knopp. Ich nehme Sie fest. Und wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, sagen Sie bitte, lass mich los, Bürschchen. Du brichst mir ja den Knochen. Okay. Ja? So, ich komme jetzt also angerannt. Oh, da ist er ja. Los, hinterher. Na, warte, du Schurke. Dich schnapp ich mir. Lass mich los, Bürschchen. Du brichst mir ja die Knochen. Ja. Oh. Dieses Geräusch, das kommt dann, wenn man das also vor dem richtigen Mikrofon macht, natürlich ganz knackig rüber, ja, dieses Sellerie-Geräusch. Und dann habe ich ihm den Knochen gebrochen. Du kannst aufhören. Vielen Dank. Sie waren ein sehr guter Schurke. Und tatsächlich ist es so, dass unser Geräuschemacher, dass auf der Bühne, wenn wir da auch mal jetzt tatsächlich vor 12.000 auftreten dürfen oder wir freuen uns so im Sommer, dann sind wir wieder auf der Waldbühne in Berlin. Das ist natürlich das unglaublichste Gefühl, in der eigenen Stadt, in der Waldbühne, auf der Waldbühne aufzutreten. Und dann wird es langsam dunkel. Da war dann beim letzten Mal 2010, hatten wir dann in dem Stück, also da kommen ja auch fast nur Erwachsene, muss man auch mal sagen, die das eben in ihrer Kindheit gehört, dann waren wir da vor 16.000 Leuten. Und in dem Stück spielte eine Szene im Dunkeln, in einem ganz dunklen Gang. Und dann konnte ich es mir nicht nehmen lassen, nachdem ich selber so viele Konzerte auf der Waldbühne gesehen habe, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, um zu sagen, ach Kollegen, ist das dunkel hier, hat denn keiner ein Feuerzeug dabei? Und das ist so ein Gänsehautmoment, dann geht im ganzen Publikum plötzlich, gehen die Lichter an und die Feuerzeuge und man steht in seiner eigenen Stadt vor 16.000 Menschen, darf man da sein, und das ist mit das Schönste, was man erleben darf, wenn man, also ich bin gelernter Schauspieler, aber ich habe mich natürlich jetzt spezialisiert auf Wortproduktion und Veranstaltungen mit Lesungen und Live-Hörspiele. Aber die Stimme spielt ja schon eine Rolle. Für mich wäre das vielleicht blöd gewesen, da anzufangen mit der Karriere, oder? Nein, aber das muss ich widersprechen. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich meinen Film synchronisiert, Himmel und Huhn von Disney. Und das, was ich bewundert habe, ich bin ins Studio marschiert, habe gesagt, super. Du warst die Ente Schnatter. Ja, zufällig Susi Schnatter. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht, wie die auf mich kam. Aber ich habe seitdem großen Respekt vor dieser Arbeit, weil ich habe gedacht, das ist cool, die brauchen mich mehrere Stunden, Tage. Das Aussehen spielt keine Rolle. Ich kam in den Turnschuhen und habe ganz entspannt an dem Mikro geknappert, so aus Langeweile. Und da waren echt so Leute, ja, so wie du, sage ich jetzt mal salopp, die hatten so ein feines Ohr, die haben jedes Geräusch. Und du musst mehr außer Atem sein, nicht so viel, atme mal flacher, lauter hin und her. Wenn die Ente mal außer Atem war, wenn sie Angst hatte, es hat Stunden gedauert, manchmal ein einziges kleines aufgeregtes von Susi Schnatter zu hören. Und ich habe das sowas von unterschätzt, das Ganze. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist ein richtiger Beruf. Würden Sie in Ihrer Lauschlounge, in Ihrer Produktion eher einsetzen als Synchronsprecherin für Menschen? Überleg jetzt, was du sagst. Oder Federvieh. Bei der Lauscher Lounge bei mir, das ist das eigene Label, wir machen tatsächlich Hörspiele und Lesungen. Und ich würde sie dann im Hörspiel einsetzen, wenn man die richtige Rolle findet, denn es kommt tatsächlich müsste nicht auf die Stimme an. Müsste ich da lesen, an. Ist das nächste Problem? Nein, es kommt nicht auf die Stimme an, sondern auf das schauspielerische Talent. Also man muss schon eine Figur über schauspielerische Haltung erreichen und nicht dadurch, dass man die Stimme verstellt. Und insofern würde ich das noch ein bisschen anders sehen als Animationsfilme, aber... Aber es ist ja eine Talent Kunst, man sieht ja auch oder? An deiner Leidenschaft, man unterschätzt es ja, man denkt ja, der Schauspieler vor der Bühne, vor der Kamera, das ist die Königsklasse. Aber ich habe es da einfach erlebt und es waren Profis am Start und Disney ist sehr genau, wir konnten über jedes Wort 3 Stunden reden, jedes Geräusch wurde eingefahren, es war sensationell, aber das ist ja auch Leidenschaft bei dir, das sieht man ja. Also das heißt, du hast ein feines Gehör und was sagst du denn so, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden, würdest du denn weiter mit mir reden oder sagen, schönen Abend noch? Nee, auf jeden Fall weiterreden. Beeindruckend. Ich habe was vorbereitet für dich. Hier steht ein Satz drauf. Ja. Ja? Den sagst du zu ihm, zu Guido kommt's. Knopp. Und in 2 verschiedenen Varianten. Die erste Variante ist, du sagst ihm bitte ganz sexy und verführerisch. Das kann ich schon mal gar nicht. Und danach sagst du ihm komplett wütend. Wir gucken mal, ob sie sich eignet. Also wütend fällt mir schon leichter, aber sexy und romantisch.
Sexy und verführerisch, hat sie gesagt. Oh ja. Gott. Sexy und verführerisch. Also, wütend. Hier sitzt er, ne? Schauspielerisches Talent. Ich kann jetzt wirklich einfach so anschreien, da hat mir noch gar nichts getan. Erstmal sexy und verführerisch, oder schreist du dabei? Das ist ja noch schlimmer. Sexy und verführerisch, das kriege ich gar nicht hin. Also, und dennoch mit Herrn Knopf. Ich meine natürlich Knopf. Also, das ist eine Katastrophe. Das ist ja mein Problem, wenn ich mich jetzt ranschleiche und dann anfange mit Herrn Knopf, da ist ja schon die ganze Erotik hinüber. Kind, ich heiße nicht Herr Knopf. Also, gut, ich versuch's einfach mal. Herr Knopf, soll ich das wirklich sagen? Also, sexy und verführerisch. Ja, das ist ja noch schlimmer mit dem Ablesen. Ne? Ich hab's ja jetzt ungefähr erkannt, was da draufsteht. Also, ich muss ja mir zu sympathisch zum Anschreien. Mach doch erstmal sexy erst mal und verführerisch. Ja, das ist ja noch schlimmer. Was wollt ihr sehen? Sexy und verführerisch oder anschreien? Beides. Mach mal erstmal sexy. Sexy. Ute Linder sagt sexy. Erstmal sexy. Okay, dann versuche ich das mal. Also, ich würde mich hier so ein bisschen rüber. Ist ja nur Hörspiel. Richtig. Ja, wie macht man das denn? Geben Sie ihr doch vielleicht mal Tipps, Oliver Horbeck. Sie sind der Chef hier in der Lounge. Ist es wichtig, dass ich den genauso sage? Du siehst, ich versuche Zeit zu gewinnen. Ja, bin sowas von unsexy. Man darf auch improvisieren auf jeden Fall, wenn sie dann dadurch besser die Haltung gewinnt. Ich finde, sie ziert sich schon ein bisschen. Ja, ich ziehe mich total. Ich bin auch selten verlegen, aber ich überlege gerade. Also sexy und verführerisch, ja, wie würde ich euch hier nie in so einer Situation machen? Ist doch nur die Stimme jetzt, die wir wollen, ne? Es geht nicht. Wir wollen doch von eins. Ach, die Stimme. Nur, dann sag das doch, Kind. Ach so, die Stimme. Du sollst ihn nicht anmachen. Ja, ich deswegen, ich war schon näher gerückt. Ja, ja, danke schön. Also anschreien würde ich ihn. Ich möchte ihn ja gar nicht anschreien. Ute, ich glaube, du kannst es viel besser. Ja, ich bin jetzt hier total überfordert. Das war ja jetzt ein Ding. Ja, und da ist noch ein Satz offen für euch. Darf ich Sie bitten, mit mir nach draußen zu kommen? Ja. Einfach tief runter die Stimme. Ja, da fängt ja mein Problem an, Herr Doktor. Und leise und tief. Darf ich Sie bitten, mit mir da draußen zu kommen? Oh, ein Zeichen. Ja, ich als du, bei mir steht das morgen das nicht in der Zeitung drin. Wie ist das bei dir? Steht alles in der Zeitung. Aber du hast es sehr gut gemacht. Also ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil wenn man wütend ist, dann schreit man schon ziemlich laut. Und das habe ich mir jetzt einfach mal nicht so erlaubt, so laut zu schreien. Ich kann auch nicht so mittelwütend sein. Verona, es tut mir wirklich leid, aber du hast das Casting verloren. Ja, ich habe sowas von verloren. Ich habe doch damals die Ariel gesungen, ne? Das ist die Meerjungfrau. Und da musste ich aber für 3 Tage den Mund halten vorher, weil nämlich die Stimme musste hoch sein. Und natürlich, wenn man die Stimme oft, und auch keinen Alkohol trinken übrigens, weil die Stimme wird ja durch Alkohol tiefer. Na, und durch laut Brüllen wird sie auch tiefer. Also da musste ich für 3 Tage den Mund halten. Mhm. Und ich habe also für Tag zu Tag, 24 Stunden später, geht die Stimme in der Schließen perfekt dann. Mhm. Und ich hatte also eine höhere Frequenz in der Stimme und konnte das singen. Und ist Ihnen das schwer gefallen, 3 Tage zu schweigen? Im Prinzip nicht. Also ich bin gerne mal still, ehrlich gesagt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt gelernt, glaube ich, dass der Ton die Musik macht. Und bei Tönen und Musik haben wir jetzt eine kleine Überraschung, denn wir haben eine Band eingeladen, extra für Sie, Oliver Rohrbeck. Denn Sie sprechen ja Justus Jonas bei den 3 Fragezeichen. Es gibt eine Band, die sich nach der amerikanischen Originalfigur, Jupiter Jones heißt sie da nämlich, benannt hat. Sie kennen die Band auch, wir wissen das. Das ist quasi ihr Geschenk von uns. Wir sind Danke. Jupiter Jones mit Rennen und Stolpern aus dem aktuellen Album. Bitteschön! Vielen Dank.